einfachen Untermixer. So, Freunde, ich habe jetzt sozusagen meine Meshstation aufgebaut und im Unterschied zum letzten Mal habe ich dieses Mal diese Sicherungsdingsringe verwendet, dass die Schläuche wirklich fest sind. Genauso auch hier dran an den Stutzeln. Ja, einfach damit ich ausschließen kann, dass er dadurch irgendwo Falschluft zieht. Und ja. Ich werde jetzt erstmal heimschauen, gemütlicher Tass heißen Kaffee schlürfen und dann wieder herfahren. Und dann schauen wir mal, ob wir das Vieh-Net ordentlich zum Laufen bringen. Ja, einfach nochmal durchkontrollieren. Und wenn das dann soweit ist, schaue ich noch nach dieser blöden Scheißbirne da unten drin. Vielleicht komme ich auch bloß hin, wenn ich das Ding hier wegschraube, das obere. Ich glaube es nicht. Aber das wäre mir schon mal wichtig, dass der Tacho wieder gescheit beleuchtet ist. Ja, und was soll ich sagen? Wir sehen uns nachher wieder. Klick, Schnitt, nächste Szene für euch. So weit ist sie jetzt hier gelaufen. Ich mache jetzt die Frontverkleidung ab. Also den ganzen Schmuh, da muss ich unten zwei Muttern lösen, das weiß ich noch. Und die Spiegel weg und dann müsste ich es rein theoretisch komplett abziehen können. Ja, die Blinker vielleicht noch rausschrauben, weil, ja, genau. Das mache ich jetzt und dann sehen wir weiter. Dann noch die Birne wechseln. Und dann hoffe ich, dass endlich gut ist für heute. Probefahrt definitiv morgen. Hurra, ging sogar einfacher runter, als ich gedacht habe. Unten im Schrauben musste ich nicht lösen, bloß halt die Blinker wegmachen. Die ging jetzt darum. Und ja, hier der Spiegel wird schon total blind und deswegen gibt es da neue. Tja, jetzt muss ich hier bloß noch gucken, wie ich den Scheißtrick hier jetzt rauskriege oder hinkomme, dass ich da jetzt die Drecksbirne wechseln kann. Und da ich mich jetzt tierisch aufgeregt habe, habe ich jetzt gleich alles rausgerissen. Hier die Mutter ist auch etwas locker, die muss ich auch noch nachziehen. Aber was habe ich gesehen? Es sind LEDs und die hat hier drin eigentlich nur ein Kontaktproblem. Da leuchtet, sieht man es. Bisschen sauber machen, Kontakte nachbiegen, Kontaktspray und dann ja, sollte die Beleuchtung wieder funktionieren. So, dann muss ich hier weiter gucken. Das anziehen und vielleicht, wenn ich jetzt irgendwas finde, was ich hier noch draufkleben kann, dass ich mal den blöden Tacho wieder zurückstellen kann, also Tageskilometerzähler. Also das gehört so, habe ich gerade festgestellt, anscheinend, ja, dass der Tacho vielleicht ein bisschen arbeiten kann. Und hier, plopp, plopp, plopp. Wenn ich die jetzt festklebe mit meinem Spezialkleber, dann kann ich endlich mein Tacho wieder zurückstellen, mein Tageskilometerzähler. 4 mm Nuss habe ich glaube ich noch nie gebraucht. Arschlecken festkleben, fertig. Jo, genau das mache ich jetzt ja noch. Und dann baue ich wieder zusammen. Ins Dings habe ich ein Kontaktspray reingesprüht. Unten ist übrigens eine Glühbirne drin, seltsamerweise. Aber egal, Beleuchtung geht wieder. Wackelkontaktfehler beseitigt. Und dann wieder zusammenbauen. Ha! Klitzekleine Planänderung. Seht ihr die Schraube hier? Die hier. Und nachdem die gangbar ist, es den Original-Pinöppel hierfür noch gibt, bestelle ich mir den Original-Pinöppel nach. Und spare mir das da Nuss drauf zu kleben und sobald ich einen Original-Pinöppel habe, schraube ich den dann fest. Ja, genau. Dann kann ich das Ding hier jetzt wieder zusammenbauen. So Leute, 10 vor 7, ich mache Feierabend.
Die Verkleidung ist wieder dran mit der Spiegel. Also wie gesagt, da wird es noch neue geben. Ja, hier muss ich mich auch noch morgen abspielen. Ja, und dann Tank wieder drauf und alles. Und dann gibt es erstmal eine Probefahrt. Aber da geht es für mich morgen weiter, für euch ja jetzt gleich. Aber es schreitet voran. Und ganz fertig bin ich auch noch nicht mit dem Moppel, weil ich will ja noch Bremsen entlüften, auch neue Bremsflüssigkeit, nein, und so weiter und so fort. Also ein bisschen was habe ich noch zu tun. Aber zuerst muss das Ding jetzt erstmal laufen. Und wenn es dann nochmal läuft, Leute, dann werde ich auch Sitzbank beziehen lassen, weil das Ding hat schon wieder Risse. Das geht gar nicht. Nee. Okay, ich sag mal Tschaikowski. Ja, bis nachher. Nächster Tag, neues Glück. Also bevor ich jetzt mit der Verkleidung weitermache, probiere jetzt das Ding einmal anzuschmeißen, ob es ohne Probleme anspringt. Schauen wir mal. Ein bisschen Sprit ist noch drin, jawohl. So. Läuft. Gut, dann kann ich nämlich die Garage zumachen. Weil draußen geht es wieder Riesenwind, das bläst mich hier rein, dass es mir arschkalt ist. Und dann mache ich in aller Ruhe meine Verkleidung. Genau. Juhu, sie ist wieder komplett zusammengebaut. Ich habe sogar Besuch bekommen. Und jetzt lacht es nicht. Ich muss jetzt noch einen Sprit auffüllen. Ich habe den Becher schon neben hingestellt und jeden einzelnen Liter Sprit, was ich jetzt aus dem Kanister raushol, tue ich erst in den Messbecher rein und tue kontrollieren, ob da noch eine Schlonze drin ist. Tja, was soll ich machen? Den Kanister habe ich vom ersten Mal schon weg verwendet gehabt und ja, wenn der dann einmal leer ist, muss ich den auch erst einmal ausspülen, um sicher zu sein, dass in diesem Kanister nichts mehr von dem Schlonzzeug drin ist. Boah, Kotze, hey. So, der Tank ist ziemlich voll. Kanister noch nicht ganz leer, aber ich denke, dann unten im Kanister kommt auch noch eine Schlonze mit. Aber das ist ein anderes Lied. Tja. Dann werde ich jetzt mal eine Runde drehen. Und danach weiß ich, ob sie läuft. Ganz genau, so mache ich das. Und ich sage euch dann Bescheid, wenn ich wieder zu Hause bin. So Leute, das kurze Stück, was ich jetzt gefahren bin, mir war es echt zu kalt, ohne Jacke, ohne alles. Nur in der Schlabberhose. Ist mal sehr gut gelaufen. Bloß unten raus hat es noch ein bisschen gefehlt. Da muss ich nochmal gucken. Vielleicht noch an der Gemischaufbereitungsschrauben spielen. Da werde ich mich aber noch mit dem Kollegen unterhalten, wo die Vergaser waren. Ja, ansonsten läuft sie jetzt. Und die nächste Runde dann, wenn sie jetzt wirklich auch dauerhaft läuft, geht es dann eben mit der Erneuerung der Brems- und Kupplungsflüssigkeit weiter. Genau, ne, Kupplungsflüssigkeit haben wir ja letztens erst gemacht. Bremsflüssigkeit bloß. Ja, aber das ist dann extra Geschichte. In dem Sinne, End of Video. Wie fies jetzt waren, keine Ahnung. Danke fürs Zugucken. Däumchen nach oben, wenn es gefallen hat, auch wenn es jetzt Moped-Schraub-Video war und kein Grill-Video oder Koch-Video oder sonstiges. Naja, ihr wisst Bescheid. Tschaikowski, wir sehen uns.